Hallo ihr Jadeburger und alle anderen da draußen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Pfingstlager. Hallo und herzlich willkommen bei unserem digitalen Pfadfinderlager. Gut, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr mal das Pfingstlager digital zu machen. Momentan hat man ja nicht so schöne Gedanken oder auch Träume in dieser doofen Zeit, aber ich denke, dass unser virtuelles Pfingstlager Abhilfe schaffen kann. Freut euch auf viele digitale und analoge Abenteuer am Pfingstwochenende und gestaltet das Lager selber mit. Willkommen zum digitalen Pfingstlager, nun auch von Landesseite aus. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß und habt auch ein bisschen Lagerfeeling vielleicht. Und ja, ich vermisse euch alle total dolle und freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen. Damit ihr über Pfingsten aber nicht ganz ohne das typische Pfingstlager-Feeling auskommen müsst, schnappt euch einfach wie ich hier ein paar Kotenplan, schnappt euch Jurtenplan, schnappt euch eure Isomatte und macht's euch gemütlich oder schnappt euch euren Schlafsack und legt euch damit ins Bett. Macht wie ihr es möchtet und es lustig findet. Oh! Guck mal! Oh! Hey! Moin! Willkommen! Was macht ihr hier? Mirko und ich sitzen jetzt hier in einer weiten Landschaft, gucken in die Ferne. Als Lagerküche können wir dieses Jahr leider nichts machen. Ihr werdet viele tolle Sachen von allen Beteiligten miterfahren. Bitte macht das nach oder macht mit, weil es macht uns Spaß und mit euch auch Spaß. Damit ihr auch über Pfingsten nicht ganz ohne euren Lieblingszeltplatz oder euer Lieblingshaus auskommen müsst, haben wir auf der Landeshomepage eine Karte für euch vorbereitet, in der wir diverse Zeltplätze und Häuser eingetragen haben. Schaut euch da einfach nach eurem Lieblingsort um, schreibt uns den, wir tragen es dann ein und zusammen haben wir dann niedersachsenweit das größte Pfingstlager. Hoffentlich habt ihr viel Spaß und euch gefallen unsere Tutorials. Also seid dabei! Habt ihr euch auch schon alle so gefreut wie ich? Ich kann es kaum erwarten, dass es jetzt losgeht. Hallo, ihr Pfadfinder. Ich freue mich auf Pfingstlager.